ganz normal. Ja. Wir sind jetzt hier in der Variante drin, wir sind hier am Arbeiten und er bringt einfach die Hand rüber. Ja. Sprich nach vorne weg. Wow. Wir rutschen in die Position. Denkt dran, wir haben die Möglichkeiten, Takedown anzusetzen und so weiter. Stehen wir an der Wand, arbeiten wir an der Wand, fallen manche Optionen, ihn nach vorne runterzubringen, als Takedown zu überrennen und so weiter, fallen weg. Ja, weil Wand, zwei Autos und so weiter und so fort. Problem kann sein, muss man darauf achten, dass er hier das Messer übergibt, ja, dass ich hier dementsprechend weiterarbeiten kann, ganz normal, dass ich wieder in die ringerische Struktur auf der Seite gehe. Ja. Oder ich versuche schnellstmöglich, wenn er übergibt, weil den Arm rüber nimmt, warm, hier, noch kurz zu kontrollieren, noch kurz zu kontrollieren, sofort wieder in ballistische Gewalt reinzukommen und mich zu lösen. Ja. Sei es jetzt hier, wenn wir an der Wand stehen, hier weiterarbeiten oder teilweise aggressiv raus, dass ich ganz kurz die Kontrolle aufgebe und mich einfach nur noch lösen will. Und zwar ballistisch lösen rauszukommen, je nachdem wo ich bin. Ja. Oder logischerweise, wenn ich jetzt anhock hier, er bringt rüber, gänzlich raus. Ja. Dass ich ihn einfach in die Wand reinschlage, ins Auto reinstoße, nach vorne beschleunige und wegkomme. Diese Option mit einbauen und auch das Lösen mit einbauen. Dass ich mitkriege, hey, jetzt ist gerade der Moment gekommen oder der Moment geschaffen worden, wo ich mich befreien kann und da gehe ich raus. Ja, klar? Los geht's, arbeiten!